Ich würde mir etwas wünschen. Von ganzem Herzen wünsche ich mir, dass es wirklich eine freie Entscheidung ist, ob ich mich impfen lasse. Ich wünsche mir, dass ich nicht dazu gezwungen werde, mich impfen zu lassen. Ich wünsche mir, dass wir ehrlich miteinander umgehen. Ich wünsche mir, dass ich meine Meinung ohne Konsequenzen oder Ablehnung äußern darf. Ich wünsche mir, dass ich überall hingehen darf, wo ich hingehen möchte. Vor allem wünsche ich mir jedoch das eine. Ich wünsche mir mehr als alles andere, dass Regierungen Empfehlungen aussprechen dürfen. Die Regierung darf mir empfehlen, dass ich mich impfen lassen soll. Eine Regierung, die mich durch Gesetze dazu zwingt, etwas zu tun, das ich nicht tun möchte, ist keine Regierung, der meine Freiheit am Herzen liegt. Ich wünsche mir eine Regierung, der Freiheit etwas bedeutet. Ich wünsche mir eine Regierung, der ich etwas bedeute. Ich wünsche mir eine Regierung, die nicht zulässt, dass sich die Gesellschaft in geimpft und ungeimpft spalten lässt. Bin ich anders, weil ich ungeimpft bin? Verdiene nicht auch ich ein Lächeln? Sollte nicht auch ich als Ungeimpfter das Recht haben zu reisen? Sollten nicht auch Menschen ohne Impfung, Test oder sonstiges die Möglichkeit haben, an der Gesellschaft teilzunehmen? Die Richtung scheint klar zu sein. Je länger es dauert, desto weniger Freiheiten werde ich haben. Bezeichnet man dies nicht als Diskriminierung? Ist dies nicht eine Form von Rassismus? Ich bin ein Mensch und ich leide, wenn ich verurteilt werde, weil ich eine andere Meinung habe. Meinungsfreiheit. Sollen wir es wagen? Sollen wir nicht einen Versuch wagen und es einmal probieren? Wie würde es sich wohl anfühlen, Menschen wie mich so zu belassen, wie sie sind, sodass sie Seite an Seite mit Geimpften leben können? Wenn dies nicht geht, dann sperr mich weg, verurteile mich, bestrafe mich, schaffe mich aus dem Weg. Ich schweige nicht. Ich zögere nicht. Ich bin hier. Ich bin stark. Ich bin Mensch.